figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally. Yeah. Hey V, es gibt eine Hetzseite im Netz gegen Weldon Holt, den Bürgermeister. Naja, vorläuft den Bürgermeister. Oder wie auch immer es ist dabei war. Oh Mann, Dick. Wie schlau, nur nicht so sexy. Egal, mein Kunde will, dass diese Seite für immer im Cyberspace verschwindet. Im Anhang sind noch mehr Infos. Hier gekommen! Und damit ein herzliches Willkommen zu Cyberpunk 2077. Zu der nächsten Folge. Direkt geht's in die Schießerei. Der menschliche Körper verfügt über 5 bis 7 Liter Blut. Dann mach ich den Scheiß halt selbst! Ja, zuerst mal lesen. Für unsere Straßen! Wow. Wir nageln ein Arschloch an die Wand und schon ist ein neues da. Politik ist doch immer dasselbe. Sorry, Johnny. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deine kleine Anlagenintervention. Ach ja? Wäre jedenfalls leichter, als die Köpfe von einer Hydra abzuschlagen. Diese Stadt könnte echt noch eine Bombe vertragen. Nicht auf. Auf ihren Arsch! Los! Auf ihren Arsch. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. So. Super V. Hab gehört, dass unser Virus in den Servern eingeschlagen ist wie ein verdammter Asteroid. Danke dir und Auftrag erledigt. Gerne, Bro. Das haben wir jetzt erledigt. Heißt also, wir können jetzt zum nächsten Auftrag gehen. Wie, meine Liebe? Du musst für mich etwas aus einem Tiger Claws Casino besorgen. Ich weiß, dass du das auf die Reihe kriegst. Die Informationen schicke ich mit. Lies sie dir gut durch. Digga ist der weiseste Vogel. Während andere ihre Kraft dafür verschwenden, ihre Beute zu verfolgen, wartet der Geier geduldig. Aha, ein Geist weiser als ein Tiger wie. Du wirst das Geld finden, ich schicke die Vortex. Letzte bekannte Position, enttäusche mich nicht. Oh. Speichere mal. Hey, was ist hier?
Schon gewusst? Das menschliche Gehirn ist nach einer Enthauptung noch einige Minuten lang aktiv. Was ist mit euch Wichsern? Schon gewusst? Laut traditioneller christlicher Doktrin wirst du in die Hölle kommen. Das ist nichts Neues. Sorry, bro. Oh, yeah. Da kann ich nicht widerstehen. Weil Beute brauche ich immer wieder. Ja, dann kann ich direkt mit 1C anfangen. 7A und 5. BD. 1C. BD, E9 bräuchte ich. So, ich bedanke mich herzlichst. So. Ich habe gehört, dass Vortex Splitter unterwegs ist. Du hast mich nicht enttäuscht, wie. Und dir deine Belohnung verdient. Der Auftrag ist erledigt und ich überweise dir dein Geld. Wie sie das gesagt hat, klingt so komisch. So, dann... Gott, hatte so viele Missionen hier. Ja, ich muss danach auf Tag umschalten, ne? Hör mir auf mit Zoo, ich geh nicht in den Zoo. Do before by foreign
trusted scoop on Night City, only on N54. Oh, das ist die Scheiße hier. Du Arschloch! Du mieses Geloch! Du Arschloch! Ich hab was, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. What the fuck? In einen Wasserspender, ich hoffe mal nicht. Sieh einer an. Wenn das nicht wie ist in meinem bescheidenen Domizil. Ja, ja. Bakako, endlich trifft man sich mal. Also. Warum bist du hier? Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen. Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Ah ja. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine 9 Söhne leben. Aha. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Such dir einen Ripper-Dog. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smart-Gun-Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Mhm. Und welchen Ripper Dog wird einem da empfohlen? Der da oben, okay. Oh. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampe, was? Für meine ungeschulten Ohren klingt er ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das er nicht loslässt. Und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber so alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen? Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Leider ja. Schon gut, du Künstlerprinzesschen. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Schon damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Oh, du meinst, man kann noch irgendwo alte Samurai-Bootlegs finden? Ich finde die Tapes. Ich feier dich und kreisch wie ein kleines Groupie. Wie wäre das, huh? Versuch's ruhig, wie. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadenza ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Wie dies in letzter Zeit? Absolut. Johnny?
Ich glaube, dein geiler Schuppen ist heute eine schmierige Fressbude. Hirnloser Kapitalismus, wie er leibt und lebt. Man kann nicht immer gewinnen. Hm. Deshalb sollte man gefallene Krieger ruhen lassen. Andernfalls müssen sie mit ansehen, wie alles, wofür sie gekämpft haben, vor die Hunde geht. Hey, Rainbow Cadenza. Sagt ihr das irgendwas? Oh Mann, noch einer. Bist mächtig jung für die Frage. Was meinst du? Ich sag dir, ständig fragen hier irgendwelche alten Rocker, wo denn ihr toller Club aus der Jugend hin ist. Und jedes Mal sage ich, dass er vor 20 Jahren von einem Konzern gekauft wurde. Ich sollte ein Schild aufstellen. Sag mal, weißt du was über Bootlegs von damals aus dem Rainbow Cadenza? Zum Beispiel von Samurai? Samurai. Samurai. Hä? Dieser rote Fratze? Ja, die alten Knacker kenne sogar ich. Manchmal kommt hier rein ziemlich alter Kerl im Samurai-Shirt rein und spricht stundenlang mit den anderen verrückten Fans. Du weißt nicht zufällig, wo ich ihn finden kann. Doch, in den 20ern, wo er hängen geblieben ist. Manchmal sehe ich ihn aber nebenan auf dem Markt. Was verkauft er da? Bio-Erdbeeren mit Sahne. Was glaubst du wohl? Er dealt mit alten, staubigen Tapes von alten, staubigen Indie-Bands, die keine Sau mehr kennt. Geil. Danke für die Info. Hey! So, und jetzt ist es wichtig. Speichern, sonst, wenn wir es verkacken, können wir gar nichts machen. Zeit genommen haben. Hi, ich suche ein paar Killer-Tracks. Hast du Laserpop? Oder was von Ascracks? Ich verkauf keinen Scop. Willst du billigen Regenbogenmist oder den echten Scheiß? Chill mal, Schum, war nur ein Witz. Laserpop? Verfickter Laserpop! Und das an meinem Stand? Hab gehört, du verkaufst noch richtige Musik. Was ist für dich denn richtig? Ich hab die Cartesian Dualists, Eurodyne's Kram, Tainted Overlord. Was von Samurai? Soll das ein Scherz sein? Never Fade Away, Dancing with My Ex, Chipping In. Ich hab sie alle. Silverhand war der Messias des Rock'n'Roll. Ich würde die Alben umsonst auf der Straße verteilen. Aber ich muss ja von was leben. Du bist wohl Silverhands größter Fan, was? Und stolz drauf. An den kommt keiner von den Kiddie-Rockern ran. Silverhand hatte was ganz Besonderes in den Fingern. Was denn? Silber? Er hatte Feuer. Echtes Feuer. Hat der Konzernwelt den Ficker gezeigt und ist für seine Ideale gestorben. Es stört dich gar nicht, dass er so eine Art Terrorist war? Blaze way down the rebel path. Ich brauch was Richtiges. Also zum Beispiel Bootlegs von den ersten Samurai-Gigs. Von den ersten Gigs? Du hast ja keine Ahnung, was du da sagst. Und dann noch so gelassen. Keine Ahnung, wie du von den Bootlegs gehört hast, aber vergiss es. Die würde ich nie so einem Nachwuchsfan in die Hand drücken. Hältst mich für ein Poser, ha? Huh? Ich weiß alles über Johnny Silverhand. Dann leg mal los. Beeindrucke mich. Ich weiß, was er beim letzten Treffen zu Carrie gesagt hat. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Hm, klar. Ich kann mir auch eine Million Unterhaltungen ausdenken, die keiner gehört hat. Mhm. Weiß so ein Nachwuchsfan auch, was man den neuen Arasaka-Rekruten erzählt? Man sagt ihnen, dass wenn sie eine Frist nicht einhalten, der Geist eines in zwei Teile getrennten Mannes sie holt. Natürlich weiß keiner, dass das Johnny ist. Okay, okay. Ich bin beeindruckt, so eine Info direkt von Saka zu haben. Du machst keine Witze. Du bist wirklich ein Fan von Silverhand.
Hey, ich hatte Chip-in-In schon drauf. Da haben die anderen Kinder noch an Chrom genuckelt. Ha, schön gesagt, Kleine. Ich glaube, du bist gar nicht mal so verkehrt. Schätze, man muss dem Nachwuchs eine Chance geben. Vielleicht findest du ja was hier unterm Tisch. Siehst dir an. Alright. Ja, komm. Ich danke dir. Nimm das Teil und verbreite Silverhands Worte. Tod den Konzernen. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Man sagt, das Leben sei der beste Lehrer. Habe ich auch mal geglaubt. Sieh ihn dir an. Mindestens 60, aber lebt immer noch in 2020. Der ist dein größter Fan. Freut dich das nicht? Ich habe den Sarka Tower gesprengt, aber er steht immer noch. Was hat's also gebracht? Die Leute müssen endlich anfangen, nach vorne zu blicken. In die Zukunft. Sonst wird sich nie was ändern. Du kannst sie nicht zwingen. Schon gar nicht mit Bomben und Explosionen wie damals. Wie denn sonst? Mit Musik? Guck dir den Opa doch an. Er kennt jeden Songtext, aber verstanden hat er nichts. Stattdessen soll er einen Haufen Leute umbringen? Unschuldige Normalos? Vielleicht wollen sie keine Veränderung. Das ist ihre Wahl. Und du willst ihnen was vorschreiben? Vielleicht sind sie auch Idioten, die sich blind stellen. Die müssen endlich aufwachen. Die Frage ist nur, wie. Ja, das ist korrekt. Das war die Mission. Das hat mich zu dem Ripper Dog hochgeschickt. Jungs, legt euch nicht mit mir an. Wo ist der Eingang von der Scheiße? Ich vergesse immer auf Viereck zu klicken, ey. Weiß jetzt nur nicht, was die von mir wollen.
Kann ich wahrscheinlich auch nicht abschließen, habe ich das Gefühl. Weil ich halt schon alles habe. Aber ist okay. Darf ich kurz? Ja. Bin ich gespannt. Ich bin so ein Depp. So. So, dann hätten wir das auch gemacht. Hier hinten war doch noch eine Mission. Da, genau da hinten. Als ob. Wir brauchen ein Kind, sonst bekommen wir den Kredit nicht. Was? Wir brauchen ein Kind, sonst kriegen wir den Kredit nicht. Blutegel können doch nicht. Kein Kommentar an der Stelle. Dieser Arm, er gehört nicht zu mir. Überhaupt nichts ist von mir. Alles kalter Stahl. Womit habe ich das nur verdient? Warum musste ich nur an Hinzer geraten? Dieses Jucken. Soll das jucken? Warum spüre ich überhaupt was? Was ist passiert? Die Implantate sehen etwas unfertig aus. Unfertig oder nicht? Spielt keine Rolle. Ein Biku entehrt seinen Körper nicht mit Cybermodifikationen. Es ist gegen den Pratimoksha. Das alles, obwohl sie davon wussten. Für mich gibt es kein Zurück. Soll das heißen, dich hat jemand gezwungen? Nicht nur mich, auch meinen Bruder. Sie haben uns betäubt und
meinen Körper geschändet. Aua. Und sie haben sich dabei über mich lächerlich gemacht. Wie kann man einem Menschen nur so etwas antun? Wenn man ein Arschloch ist, definitiv schnell. Ich verstehe das nicht. Wer sollte sowas machen? Und warum? Wir waren unterwegs und haben Almosen gesammelt. Da kamen sie auf uns zu. Sie lachten und fragten uns, ob wir auch Implantate als Spende annehmen. Sie waren mehr Maschine als Mensch. Und sagten, sie würden uns besser machen. Wie Werkzeuge. Maelstrom. Und dein Bruder? Ist er noch bei Ihnen? Ja. Ich war zuerst dran. Und dann haben sie überlegt, wie sie ihn modifizieren. Du siehst wie jemand aus, der mit ihnen sprechen kann. Ich bitte dich, hilf meinem Bruder. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Ich will nicht, dass er so endet wie ich. Na gut, ich helfe. Aber das könnte eine fiese Nummer werden. Maelstrom macht keine Späße. Es muss einen anderen Weg geben. Bitte hilf uns. Aber ohne Blutvergießen. Ich flehe dich an. Ich sehe, was ich tun kann. Dein Bruder kommt jedenfalls frei. Versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Sie halten ihn in einem Lagerhaus. Nördlich von hier gefangen. Du findest es bei der Straße entlang der Docks. Wie poetisch. Ein Mönch in Not. Das sollte in deine Heldensage kommen. Was willst du machen? Werden wir gleich sehen. Oh, oh. Hat mir Frieden gebracht. Nehmt mir das nicht weg. Schnauze halten oder ich reiße die Zunge raus. Hier halten Sie unseren heiligen Bruder also fest. Wie machen wir das ohne Blutvergießen? Ja, ich muss es normal tun, Freunde, weil sonst wird's kritisch an der Stelle.
Pietisch, ein Mönch in Not. Dame hat mir Frieden gebracht. Nehmt mir das nicht weg. Schnauze halten oder ich reiße die Zunge raus. Hier halten Sie unseren heiligen Bruder also fest. Oha, Fenrir. So. Nehmen wir mal mit. Da hinten ist noch einer. Bitte tu das nicht. Es verstößt gegen meinen Glauben. Bitte, ich will das nicht. Ganz ruhig. Es ist vorbei. Ich gehöre nicht zu denen. Was machst du dann hier? Was ist passiert? Ich warte dann auf dich. Genau hier. Sieht so aus, als wäre ich rechtzeitig gekommen. Alles in Ordnung? Haben sie dir was angetan? Ich hatte Glück. Sie haben gesteht, in welches Implantat witziger wäre. Diese kranken Cyberpsychos. Einer wollte mir den Kiefer abnehmen. Was für ein grausiger Gedanke. Zum Glück ist das nicht dazu gekommen. Aber wie kommt's, dass du genau in diesem Moment hier aufgekreuzt bist? Ich habe im Vorbeigehen ein paar schlappe Witze über Chrombuddhas gehört. Aber Maelstrom ist nicht für seine Späße bekannt. Naja, um ehrlich zu sein, hat mich dein Bruder geschickt. Er wollte nicht, dass dir das Gleiche passiert. Ich danke dir aus der Tiefe meiner Seele. Ich bin so froh, dass niemand getötet wurde. Mögest du weiter auf dem Pfad des Friedens wandern. Es spielt keine Rolle, was sie zu dieser Tat trieb. Es steht uns nicht zu, über sie zu urteilen. Ja, sicher. Wie hat Maelstrom dich überhaupt geschnappt? Die meisten gehen ihnen aus dem Weg.
Wir sind fremd hier. Wir wandern von Ort zu Ort. Wir sind erst kürzlich nach Night City gekommen und hatten keine Zeit, etwas über die Gefahren zu lernen. Leben Mönche nicht in Klöstern? Früher nicht. Mein Bruder und ich gehören einer Gruppierung an, die ältesten Lehren Buddhas befolgt. Es ist ein lehrreiches Leben. Immer wieder treffen wir die ungewöhnlichsten Menschen. Das sieht man. Ich weiß, was Sarkasmus ist. Und natürlich weiß ich, dass die Welt gefährlich ist. Aber wer kein Risiko eingeht, wird nie erfahren, was vor seiner Haustür liegt. Du verstehst das sicher. Dein Bruder wartet auf dich. Nicht weit von hier. Auf dem Plaza. Ich muss nur kurz durchatmen. Dann kann ich gehen. Er hieß es, der nun gerettet werden muss. Nun sieh mal einer an. Wenn du so ungern tötest, hättest du vielleicht Mönch anstatt einer Mördermaschine werden sollen. Töten ist nicht die Antwort auf alles. Wenn du die Welt wirklich ändern willst, hat das immer einen hohen Preis. Und diese Chromficker, glaubst du, die haben all die ganze Tech mit einem Ohm herbeigebetet? Sie scheinen ja mehr als genug zu haben, wenn sie es sogar Mönchen andrehen wollen. Wohl wahr, ne? So. Also gut. Hätten wir gemacht. Du, wer bohrt hier? Oder was auch immer das sein soll. Wir haben jetzt hier noch ein... Warum ist hier... Ich krieg zu viel. Überall kommen neue Missionen. Welche ich eigentlich... gar nicht will. Mann. Weil ich dachte, komm, wenn ich da immer ein bisschen abschließe, dann... Ja. Haben wir da keine Probleme mit. Wie? In Northside ist gerade die Hölle los. Und jetzt haut Maelstrom offenbar schleunigst ab. Finde für mich raus, was da los ist. Alles gut. Was ist da? Was? Auf diesen, glaube ich, trifft man als erstes oder einer der ersten Cyberpsychos. Digga. Blenden. Dann rennt er noch weg wie ein scheiß Mädchen. Renn nicht weg wie ein scheiß Mädchen. Scheiß Mädchen. So. Bescherung haben sie ihn wie ein Sint Weihnachts. Hat der noch etwas Kontrolle über sich? So konnte ich ihn still ausschalten. Ach Junge, mit den richtigen Hilfe kann er lernen, mit seinem neuen Zustand umzugehen. Okay, wenn sie meinen, Frau. Regina Jones. Dann haben wir hier noch eine Mission. Nehmen wir ganz gerne mit. Hey, wie läuft's? Lebst du noch? Ich hätte nämlich einen Job für dich. Du musst eine Aufnahme von einer Maelstrom-Initiation klauen. Im Anhang erfährst du mehr. Aha. Thank you.
Na bitte. Verstecken bringt nichts, okay? Das war's. Atme doch. Na bitte. Tja. Hab die Daten. Danke, Bi. Auftrag erledigt. Komm. Das wäre jetzt nur unnötig dumm gewesen. Irgendwie normal rauszugehen, wenn ich schon auf sowas zurückgreifen kann. Hör mal, Maelstrom hat diesen Ripper-Doc. Aber die halten sie fest und zwingen sie dazu, für sie zu arbeiten. Rette sie vor diesen Psychos, okay? Ihr Bruder wäre dir sehr dankbar. Details einbei. Aha. Fuck, ich hab immer noch überall Hans China-Fraß. Warum? Haufen Schlappschwänze! Haufen Schlappschwänze und der liegt mit deinem mit deiner Faust. Alles klar. Nicht schießen. Ich bin Ärztin, ich gehöre nicht zur Gang. Ich weiß, du bist Lucy Thackeray. Die verdammte Tech läuft wieder nicht. Scheiße. Und du bist? Wie? Dein Bruder schickt mich. Ich soll dich hier rausholen. Birdie? Okay, einen Moment noch. L-
Lucy, dafür haben wir keine Zeit. Der Tech hier drin ist reif für den Schrottplatz. Wir müssen hier weg, sofort. Aber wo du schon mal hier bist, scan ihn mal. Sein Blutdruck fällt. Die Temperatur auch. Schockreaktion. Ich versuche die Blutung zu stoppen. Verabreich du ihm eine Einheit Zintblut. Na los, lass da auf dem Tisch, ganz links. Aber nicht in meine Hand. Okay, dauert etwas, bis sie sich schließt. Warum tust du das? Ich bin Ärztin. Der hat sich ja mehr umgebracht, als du je retten wirst. Das ist eine Operation, keine Gerichtsverhandlung. Okay, das Schlimmste ist überstanden. Sieht zumindest so aus. Jetzt muss er sich nur noch ausruhen. Danke. Jetzt können wir los. In meiner Nähe, Kopf runter. Komm schon, nur noch ein kleines Stück. Los, steig ein. Lucy ist in Sicherheit. Und ich danke dir. Jo, kein Problem. Jetzt müssen wir einfach kurz das Ding fixen hier mit der Anzeige. Machen wir am besten, indem wir das hier machen. Danke. So. Machen wir das. Egal. Dann haben wir jetzt noch was? Jetzt waren wir ein bisschen überall. Jetzt haben wir hier noch eine Mission. Ja, ist halt nichts, was man nicht fixen könnte, ne? Wie? Ich hab
für dich. Auf einem Gelände von Revere Courier Services steht ein Van. Den sollst du klauen. Wenn du wissen willst, was drin ist, scan mal den Anhang. Aha. Sorry. Was? Ich hab zu viel dabei. Wunderbar. Menü. Hey,
Digga, mach auf, ey. Die Fäuste sind unschlagbar. So. Halk hier, okay. Ich kann so eine Scheiße nicht hören. Nee, nee. Digga. Keine Munition mehr. Ich töte euch alle, Mann. Kommt jetzt wirklich immer nach? Früher ging das ja nicht. Ja, löst einfach Schurke aus und ihr seid tot. Um mich rum, ne? Keine Munition mehr. Ich säbel einfach mal alles nieder. Oh, jetzt kommen schon die harten Geschütze, oder was?
gibt tatsächlich ein Rangsystem und ich bin auf plus 5. So, jetzt einfach warten, bis die weg sind. Mal gucken, wie lange das ist, geht. Sie erkennen mich nicht mal mehr, ne? Toten Idioten. So. Dann. Was gibt's sonst noch? Da drüben gibt's noch was. Können wir porten an die Stelle? Dann wird's ein bisschen einfacher gehen. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my